Magnificenz, meine Damen und Herren. Der Satz der Identität lautet nach einer geläufigen Formel A gleich A. Der Satz gilt als das oberste Denkgesetz. Diesem Satz versuchen wir für eine Weile nachzudenken. Denn wir möchten durch den Satz erfahren, was Identität ist. Wenn das Denken von einer Sache angesprochen, dieser nachgeht, kann es ihm geschehen, dass es sich unterwegs wandelt. Darum ist es ratsam, im Folgenden auf den Weg zu achten, weniger auf den Inhalt. Beim Inhalt recht zu verweilen, verwehrt uns schon der Fortgang des Vortrags. Was sagt die Formel A gleich A, in der man den Satz der Identität darzustellen pflegt? Die Formel nennt die Gleichheit von A und A. Zu einer Gleichung gehören wenigstens zwei. Ein A gleicht einem anderen. Will der Satz der Identität solches aussagen? Offenkundig nicht. Das Identische, lateinisch idem, heißt griechisch to auto. In unsere deutsche Sprache übersetzt heißt to auto dasselbe. Wenn einer immerfort dasselbe sagt, zum Beispiel die Pflanze ist Pflanze, spricht er in einer Tautologie. Damit etwas dasselbe sein kann, genügt jeweils eines. Es bedarf nicht ihrer zwei, wie bei der Gleichheit. Die Formel A gleich A spricht von Gleichheit. Sie nennt A nicht als dasselbe. Die geläufige Formel für den Satz der Identität verdeckt somit gerade das, was der Satz sagen möchte. A ist A. Das heißt, jedes A ist selber dasselbe. Während wir das Identische in dieser Weise umschreiben, klingt ein altes Wort an, wodurch Platon das Identische vernehmlich macht, ein Wort, das auf ein noch älteres zurückdeutet. Platon spricht im Dialog Sophistes 254d von Stasis und Kinesis, von Stillstand und Umschlag. Platon lässt an dieser Stelle den Fremdling sagen, ukun auton hekaston toin mendioin heteron estin, auto, deher auto, tauton. Übersetzt, nun ist doch von Ihnen jedes der beiden ein anderes, selber jedoch ihm selbst dasselbe. Platon sagt nicht nur hekaston auto tauton, jedes selber dasselbe, sondern hekaston heauto tauton, jedes selber ihm selbst dasselbe. Der Dativ heauto bedeutet, jedes Etwas selber ist ihm selbst zurückgegeben. Jedes selber ist dasselbe, nämlich für es selbst, mit ihm selbst. Unsere deutsche Sprache verschenkt hier, gleich wie die griechische, den Vorzug,
das Identische mit demselben Wort, aber dies in einer Fuge seiner verschiedenen Gestalten zu verdeutlichen. Die gemäßere Formel für den Satz der Identität A ist A sagt demnach nicht nur, jedes A ist selber dasselbe, sie sagt vielmehr, mit ihm selbst ist jedes A selber dasselbe. In der Selbigkeit liegt die Beziehung des Mit, also eine Vermittlung, eine Verbindung, eine Synthesis, die Einung in eine Einheit. Daher kommt es, dass die Identität durch die Geschichte des abendländischen Denkens hindurch im Charakter der Einheit erscheint. Aber diese Einheit ist keineswegs die fade Leere dessen, was in sich beziehungslos, anhaltend auf einem Einerlei beharrt. Bis jedoch die in der Identität waltende, frühzeitig schon anklingende Beziehung desselben mit ihm selbst als diese Vermittlung entschieden und geprägt zum Vorschein kommt, bis gar eine Unterkunft gefunden wird für dieses Hervorscheinen der Vermittlung innerhalb der Identität, braucht das abendländische Denken mehr denn 2000 Jahre. Denn erst die Philosophie des spekulativen Idealismus stiftet, vorbereitet von Leibniz und Kant, durch Fichte, Schelling und Hegel, dem in sich synthetischen Wesen der Identität eine Unterkunft. Diese kann hier nicht näher gezeigt werden. Nur eines ist zu behalten. Seit der Epoche des spekulativen Idealismus bleibt es dem Denken untersagt, die Einheit der Identität nur leer als das bloße Einerlei vorzustellen und von der in der Identität waltenden Vermittlung abzusehen. Wo solches geschieht, wird die Identität nur abstrakt vorgestellt. Auch in der verbesserten Formel A ist A kommt allein die abstrakte Identität zum Vorschein. Kommt es dahin? Sagt der Satz der Identität etwas über die Identität aus? Nein. Wenigstens nicht unmittelbar. Der Satz setzt vielmehr schon voraus, was Identität heißt und wohin sie gehört. Wie erlangen wir eine Auskunft über diese Voraussetzung? Der Satz der Identität gibt sie uns, wenn wir sorgsam auf seinen Grundton hören, ihm nachsinnen, statt nur leichtsinnig die Formel A ist A daher zu sagen. Eigentlich lautet sie: A ist A. Was hören wir? In diesem Ist sagt der Satz, wie jegliches Seiende ist, nämlich es selber mit ihm selbst dasselbe. Der Satz der Identität spricht vom Sein des Seienden. Als ein Gesetz des Denkens gilt der Satz nur, insofern er ein Gesetz des Seins ist, das lautet, zu jedem Seienden als solchen gehört die Identität, die Einheit mit ihm selbst.
Was der Satz der Identität aus seinem Grundton gehört, aussagt, ist genau das, was das gesamte abendländisch-europäische Denken denkt, nämlich dies: die Einheit der Identität bildet einen Grundzug im Sein des Sein. Überall, wo und wie wir uns zum Seienden jeglicher Art verhalten, finden wir uns von der Identität angesprochen. Spräche dieser Anspruch nicht, dann vermöchte es das Seiende niemals in seinem Sein zu erscheinen. Demzufolge gäbe es auch keine Wissenschaft. Denn wäre ihr nicht zum Voraus jeweils die Selbigkeit ihres Gegenstandes verbürgt, die Wissenschaft könnte nicht sein, was sie ist. Durch diese Bürgschaft sichert sich die Forschung die Möglichkeit ihrer Arbeit. Gleichwohl bringt die Leitvorstellung der Identität des Gegenstandes den Wissenschaften nie einen greifbaren Nutzen. Dennoch beruht das Erfolgreiche und Fruchtbare der wissenschaftlichen Erkenntnis überall auf etwas Nutzlosem. Der Anspruch der Identität des Gegenstandes spricht gleich viel, ob die Wissenschaften diesen Anspruch hören oder nicht, ob sie das Gehörte in den Wind schlagen oder sich dadurch bestürzen lassen. Der Anspruch der Identität spricht aus dem Sein des Seienden. Wo nun aber das Sein des Seienden im abendländischen Denken am frühesten und eigens zur Sprache kommt, nämlich bei Parmenides, da spricht to orto, das Identische, in einem fast übermäßigen Sinne. Einer der Sätze des Parmenides lautet to gar orto, no ein estinte kai einei. Das nämlich selbe ist Vernehmen, das heißt Denken, sowohl als auch Sein. Hier wird Verschiedenes, nämlich Denken und Sein, als dasselbe gedacht. Was sagt dies? Etwas völlig anderes im Vergleich zu dem, was wir sonst als die Lehre der Metaphysik kennen, dass die Identität zum Sein gehört. Parmenides sagt, das Sein gehört in eine Identität. Und was heißt hier Identität? Was sagt im Satz des Parmenides das Wort to auto, dasselbe? Parmenides gibt uns auf diese Frage keine Antwort. Er selbst stellt uns vor ein Rätsel, dem wir nicht ausweichen dürfen. Wir müssen anerkennen, in der Frühzeit des Denkens, sprich, längst bevor es zu einem Satz der Identität kommt, die Identität selber, und zwar in einem Spruch, der verfügt, Denken und Sein gehören in dasselbe und aus diesem selben her zusammen. Unversehens haben wir jetzt to auto, dasselbe, schon gedeutet. Wir legen die Selbigkeit als Zusammengehörigkeit aus. Es liegt nahe, diese Zusammengehörigkeit im Sinne der später gedachten und allgemein bekannten Identität vorzustellen. Was könnte uns daran hindern? Nichts Geringeres als der Satz selbst, den wir bei Parmenides lesen. Denn er sagt anderes, nämlich,
Sein gehört mit dem Denken in dasselbe. Das Sein ist von einer Identität her als ein Zug dieser Identität bestimmt. Dagegen wird die später in der Metaphysik gedachte Identität als ein Zug im Sein vorgestellt. Also können wir von dieser metaphysisch vorgestellten Identität aus nicht jene bestimmen wollen, die Parmenides nennt. Die Selbigkeit von Denken und Sein, die im Satz des Parmenides anspricht, kommt weiter her als die von der Metaphysik aus dem Sein als dessen Zug bestimmte Identität. Das Leitwort im Satz des Parmenides, to auto, dasselbe, bleibt dunkel. Wir lassen es dunkel. Wir lassen uns aber zugleich von dem Satz, an dessen Beginn es steht, einen Wink geben. Inzwischen haben wir aber die Selbigkeit von Denken und Sein schon als die Zusammengehörigkeit beider festgelegt. Dies war voreilig, vielleicht notgedrungen. Wir müssen das Voreilige rückgängig machen. Wir könnten dies auch, insofern wir die genannte Zusammengehörigkeit nicht für die endgültige und gar allein maßgebende Auslegung der Selbigkeit von Denken und Sein halten. Denken wir das Zusammengehören nach der Gewohnheit, dann wird, was schon die Betonung des Wortes andeutet, der Sinn des Gehörens vom Zusammen, das heißt von dessen Einheit her bestimmt. In diesem Fall heißt Gehören so viel wie zugeordnet und eingeordnet in die Ordnung eines Zusammen, eingerichtet in die Einheit eines Mannigfaltigen, zusammengestellt zur Einheit des Systems, vermittelt durch die einigende Mitte einer maßgebenden Synthesis. Die Philosophie stellt dieses Zusammengehören als Nexus und Connexio vor, als die notwendige Verknüpfung des einen mit dem anderen. Indes lässt sich das Zusammengehören auch als Zusammengehören denken. Dies will sagen, das Zusammen wird jetzt aus dem Gehören bestimmt. Hier bleibt allerdings zu fragen, was dann Gehören besage und wie sich aus ihm erst das ihm eigene Zusammen bestimme. Die Antwort auf diese Fragen liegt uns näher, als wir meinen, aber sie liegt nicht auf der Hand. Genug, wenn wir jetzt durch diesen Hinweis auf die Möglichkeit merken, das Gehören nicht mehr aus der Einheit eines Zusammen vorzustellen, sondern dieses Zusammen aus dem Gehören her zu erfahren. Bei der Erläuterung des Zusammengehörens als Zusammengehören hatten wir schon, nach dem Wink des Parmenides, Denken sowohl als auch Sein im Sinn. Also das, was im selben zueinander gehört. Verstehen wir das Denken als die Auszeichnung des Menschen, dann besinnen wir uns auf ein Zusammengehören, das Mensch und Sein betrifft. Im Nu sehen wir uns von den Fragen bedrängt, was heißt Sein, wer oder was ist der Mensch? Jedermann sieht leicht, ohne die zureichende Beantwortung dieser Fragen fehlt uns der Boden, auf dem wir etwas Verlässliches über das Zusammengehören von Mensch und Sein
ausmachen können. Solange wir jedoch auf diese Weise fragen, bleiben wir in den Versuch gebannt, das Zusammen von Mensch und Sein als eine Zuordnung vorzustellen und diese entweder vom Menschen her oder vom Sein aus einzurichten und zu erklären. Hierbei bilden die überlieferten Begriffe vom Menschen und vom Sein die Fußpunkte für die Zuordnung beider. Wie wäre es, wenn wir statt unentwegt nur eine Zusammenordnung beider vorzustellen, um ihre Einheit herzustellen, einmal darauf achteten, ob und wie in diesem Zusammen vor allem ein Zueinandergehören im Spiel ist. Nun besteht sogar die Möglichkeit, das Zusammengehören von Mensch und Sein schon in den überlieferten Bestimmungen ihres Wesens, wenngleich nur aus der Ferne, zu erblicken. Inwiefern? Offenbar ist der Mensch etwas Seiendes. Als dieses gehört er wie der Stein, der Baum, der Adler in das Ganze des Seins. Gehören heißt hier noch eingeordnet in das Sein. Aber das Auszeichnende des Menschen beruht darin, dass er als das denkende Wesen offen dem Sein vor dieses gestellt ist, auf das Sein bezogen bleibt und ihm so entspricht. Der Mensch ist eigentlich dieser Bezug der Entsprechung und er ist nur dies. Nur, dies meint keine Beschränkung, sondern ein Übermaß. Im Menschen waltet ein Gehören zum Sein, welches Gehören auf das Sein hört, weil es diesem übereignet ist. Und das Sein? Denken wir das Sein nach seinem anfänglichen Sinn als Anwesen. Das Sein wehst den Menschen weder beiläufig noch ausnahmsweise an. Sein wehst und wehrt nur, indem es durch seinen Anspruch den Menschen angeht. Denn erst der Mensch, offen für das Sein, lässt dieses als Anwesen ankommen. Solches Anwesen braucht das Offene einer Lichtung und bleibt so durch dieses Brauchen dem Menschenwesen übereignet. Dies besagt keineswegs, das Sein werde erst und nur durch den Menschen gesetzt. Dagegen wird deutlich, Mensch und Sein sind einander übereignet. Sie gehören einander. Aus diesem nicht mehr bedachten Zueinander gehören, haben Mensch und Sein allererst diejenigen Wesensbestimmungen empfangen, in denen sie durch die Philosophie metaphysisch begriffen wurden. Dieses vorwaltende Zusammengehören von Mensch und Sein verkennen wir hartnäckig, solange wir alles nur in Ordnungen und Vermittlungen, sei es mit oder ohne Dialektik, vorstellen. Wir finden dann immer nur Verknüpfung, die entweder vom Sein oder vom Menschen her geknüpft sind und das Zusammengehören von Mensch und Sein als Verflechtung darstellen. Wir kehren noch nicht in das Zusammengehören ein. Wie aber kommt es zu einer solchen Einkehr? Dadurch, dass wir uns von der Haltung des vorstellenden Denkens absetzen. Dieses sich absetzen ist ein Satz im Sinne eines Sprungs. Er springt ab, nämlich weg aus der geläufigen Vorstellung vom Menschen als dem Animal Rationale, das in der Neuzeit zum Subjekt für seine Objekte geworden ist. Der Absprung springt zugleich weg
vom Sein. Dieses wird jedoch seit der Frühzeit des abendländischen Denkens als der Grund ausgelegt, worin jedes Seiende als Seiendes gründet. Wohin springt der Absprung, wenn er vom Grund abspringt? Springt er in einen Abgrund? Ja, solange wir den Sprung nur vorstellen, und zwar im Gesichtskreis des metaphysischen Denkens. Nein, insofern wir springen und uns loslassen. Wohin? Dahin, wohin wir schon eingelassen sind. In das Gehören zum Sein. Das Sein selbst aber gehört zu uns. Denn nur bei uns kann es als Sein Wesen, das heißt Anwesen. So wird denn, um das Zusammengehören von Mensch und Sein eigens zu erfahren, ein Sprung nötig. Dieser Sprung ist das Jähe der brückenlosen Einkehr in jenes Gehören, das erst ein Zueinander von Mensch und Sein und damit die Konstellation beider zu vergeben hat. Der Sprung ist die jähe Einfahrt in den Bereich, aus dem her Mensch und Sein einander je schon in ihrem Wesen erreicht haben. Weil beide aus einer Zureichung einander übereignet sind. Die Einfahrt in den Bereich dieser Übereignung stimmt und bestimmt erst die Erfahrung des Denkens. Seltsamer Sprung, der uns vermutlich den Einblick erbringt, dass wir uns noch nicht genügend dort aufhalten, wo wir eigentlich schon sind. Wo sind wir? In welcher Konstellation von Sein und Mensch? Heute benötigen wir, so scheint es, nicht mehr wie noch vor Jahren, umständlicher Hinweise, damit wir die Konstellation erblicken, aus der Mensch und Sein einander angehen. Es genügt, so möchte man meinen, das Wort Atomzeitalter zu nennen, um erfahren zu lassen, wie das Sein heute in der technischen Welt uns anwesend. Aber dürfen wir denn die technische Welt ohne weiteres mit dem Sein in eins setzen? Offenbar nicht. Auch dann nicht, wenn wir diese technische Welt als das Ganze vorstellen, worin Atomenergie, rechnende Planung des Menschen und Automatisierung zusammengeschlossen sind. Weshalb bringt ein so gearteter Hinweis auf die technische Welt, mag er diese noch so weitläufig abschildern, keineswegs schon die Konstellation von Sein und Mensch in den Blick. Weil jede Analyse der Situation zu kurz denkt. Insofern das erwähnte Ganze der technischen Welt zum Voraus vom Menschen her als dessen Gemächte gedeutet wird. Das Technische im weitesten Sinne und nach seinen vielfältigen Erscheinungen vorgestellt, gilt als der Plan, den der Mensch entwirft, welcher Plan den Menschen schließlich in die Entscheidung drängt, ob er zum Knecht seines Planes werden soll oder dessen Herr bleiben will. Durch diese Vorstellung vom Ganzen der technischen Welt schraubt man alles auf den Menschen zurück und gelangt, wenn es hochkommt, zur Forderung einer Ethik der technischen Welt. In dieser Vorstellung befangen, bestärkt man sich selber in der Meinung, die Technik sei nur eine Sache des Menschen. Man überhört den Anspruch des Seins, der im Wesen der Technik spricht. Setzen wir uns endlich davon ab,
das Technische nur technisch, das heißt vom Menschen und seinen Maschinen her vorzustellen. Achten wir auf den Anspruch, unter dem in unserem Zeitalter nicht nur der Mensch, sondern alles Seiende, Natur und Geschichte hinsichtlich des Seins steht. Welchen Anspruch meinen wir? Unser ganzes Dasein findet sich überall, bald spielend, bald drangvoll, bald gehetzt, bald geschoben, herausgefordert, sich auf das Planen und Berechnen von allem zu verlegen. Was spricht in dieser Herausforderung? Entspringt sie nur einer selbstgemachten Laune des Menschen? Oder geht uns dabei schon das Seiende selbst an? Und zwar so, dass es uns auf seine Planbarkeit und Berechenbarkeit hin anspricht? Dann stünde also gar das Sein unter der Herausforderung, das Seiende im Gesichtskreis der Berechenbarkeit und Planbarkeit erscheinen zu lassen. In der Tat, und nicht nur dies, im selben Maß wie das Sein ist der Mensch herausgefordert, das heißt gestellt, das ihn angehende Seiende als den Bestand seines Planens und Rechnens sicherzustellen und dieses Bestellen ins Unabsehbare zu treiben. Der Name für die Versammlung des Herausforderns, dass Mensch und Sein einander so zustellt, dass sie sich wechselweise stellen, lautet das Gestell. Man hat sich an diesem Wortgebrauch gestoßen. Aber wir sagen in unserer Sprache statt stellen auch setzen und finden nicht das Mindeste dabei, dass wir das Wort Gesetz gebrauchen. Warum also nicht auch Gestell, wenn der Blick in den Sachverhalt dies verlangt? Dasjenige, worin und woher der Mensch und Sein in der technischen Welt einander angehen, spricht an in der Weise des Gestells. Im wechselweisen sich Stellen von Mensch und Sein finden wir den Anspruch, der die Konstellation unseres Zeitalters bestimmt. Das Gestell geht uns überall unmittelbar an. Das Gestell ist, falls wir jetzt noch so sprechen dürfen, seiender denn alle Atomenergien und alles Maschinenwesen, seiender als die Wucht der Organisation, Information und Automatisierung. Weil wir das, was Gestell heißt, nicht mehr im Gesichtskreis des Vorstellens antreffen, dass uns das Sein des Seienden als Anwesen denken lässt, das Gestell geht uns nicht mehr an wie etwas Anwesendes, deshalb ist es zunächst befremdlich. Befremdlich bleibt das Gestell vor allem insofern, als es nicht ein Letztes ist, sondern selber uns erst jenes zuspielt, was die Konstellation von Sein und Mensch eigentlich durchwaltet. Das Zusammengehören von Mensch und Sein in der Weise der wechselseitigen Herausforderung bringt uns bestürzend näher, dass und wie der Mensch dem Sein vereignet, das Sein aber dem Menschenwesen zugeeignet ist. Im Gestell waltet ein seltsames Vereignen und Zueignen. Es gilt dieses Eignen, worin Mensch und Sein einander geeignet sind,
einfach und schlicht zu erfahren. Das heißt, einzukehren in das, was wir das Ereignis nennen. Das Wort Ereignis ist der gewachsenen Sprache entnommen. Ereignen heißt ursprünglich eräugen, das heißt erblicken, im Blicken zu sich rufen, aneignen. Das Wort Ereignis soll jetzt aus der gewiesenen Sache her gedacht, als Leitwort im Dienst des Denkens sprechen. Als so gedachtes Leitwort lässt es sich so wenig übersetzen wie das griechische Leitwort Logos und das chinesische Tao. Das Wort Ereignis meint hier nicht mehr das, was wir sonst irgendein Geschehnis, ein Vorkommnis nennen. Das Wort ist jetzt als singulare Tantum gebraucht. Was es nennt, ereignet sich nur in der Einzahl. Nein, nicht einmal mehr in einer Zahl, sondern einzig. Was wir im Gestell als der Konstellation von Sein und Mensch durch die moderne technische Welt erfahren, ist ein Vorspiel dessen, was Ereignis ist. Dieses verharrt jedoch nicht notwendig in seinem Vorspiel. Denn im Ereignis spricht die Möglichkeit an, dass es das bloße Walten des Gestells in ein anfänglicheres, aus dem Ereignis her bestimmte Verbindung bringt. So öffnet sich die Möglichkeit einer Verbindung aus dem Ereignis, die niemals vom Menschen selbst her gemacht werden kann, aber eine Zurücknahme ist der technischen Welt aus ihrer Herrschaft zur Dienstschaft innerhalb des Bereiches, durch den der Mensch eigentlicher in das Ereignis reicht. Wohin hat der Weg geführt? Zur Einkehr unseres Denkens in jenes Einfache, das wir im strengen Wortsinn das Ereignis nennen. Es scheint, als gerieten wir jetzt in die Gefahr, unser Denken allzu unbekümmert in etwas Abgelegenes, Allgemeines zu richten, während sich uns mit dem, was das Wort Ereignis nennen möchte, nur das Nächste des Nahen unmittelbar zuspricht, darin wir uns schon aufhalten. Denn was könnte uns näher sein als das, was uns dem nähert, dem wir gehören, worin wir Gehörende sind, im Ereignis? Das Ereignis ist der in sich schwingende Bereich, durch den Mensch und Sein einander in ihrem Wesen erreichen, ihr Wesen des Gewinnen, indem sie jene Bestimmungen verlieren, die ihnen die Metaphysik geliehen hat. Das Ereignis als Ereignis denken heißt, am Bau dieses in sich schwingenden Bereiches bauen. Das Bauzeug zu diesem in sich schwebenden Bau empfängt das Denken aus der Sprache. Denn die Sprache ist die zarteste, aber auch die anfälligste, alles verhaltende Schwingung im schwebenden Bau des Ereignisses. Insofern unser Wesen in die Sprache vereignet ist, wohnen wir im Ereignis. Wir sind jetzt an eine Wegstelle gelangt, wo sich der zwar grobe, aber unvermeidliche Gedanke aufdrängt, der fragt, was hat das Ereignis mit der Identität zu tun? Antwort, nichts. Dagegen hat die Identität vieles, wenn nicht alles, mit dem Ereignis zu tun. Inwiefern? Wir antworten, indem wir den begangenen Weg mit wenigen Schritten zurückgehen.
Das Ereignis vereignet Mensch und Sein in ihr Wesenhaftes zusammen. Ein erstes, bedrängendes Aufblitzen des Ereignisses erblicken wir im Gestell. Dieses macht das Wesen der modernen technischen Welt aus. Im Gestell erblicken wir ein Zusammengehören von Mensch und Sein, worin das Gehörenlassen erst die Art des Zusammen- und dessen Einheit besteht. Das geleitet in die Frage nach einem Zusammengehören, darin das Gehören den Vorrang vor dem Zusammen hat, ließen wir uns durch den Satz des Parmenides geben, dass nämlich selbe ist Denken sowohl als auch Sein. Die Frage nach dem Sinn desselben ist die Frage nach dem Wesen der Identität. Die Lehre der Metaphysik stellt die Identität als einen Grundzug im Sein vor. Jetzt zeigt sich, Sein, Anwesen gehört mit dem Denken in eine Identität, deren Wesen aus jenem Zusammengehören lassen stammt, das wir das Ereignis nennen. Das Wesen der Identität ist ein Eigentum des Ereignisses. Für den Fall, dass an dem Versuch, unser Denken in den Ort der Wesensherkunft der Identität zu weisen, etwas Haltbares sein könnte, was wäre dann aus dem Titel des Vortrags geworden? Der Sinn des Titels, der Satz der Identität, hätte sich gewandelt. Der Satz gibt sich zunächst in der Form eines Grundsatzes, der die Identität des Seienden voraussetzt. Aus diesem Satz im Sinne einer Aussage ist unterwegs ein Satz geworden von der Art eines Sprunges, der sich vom Sein aus dem Grund des Seienden absetzt und so in den Abgrund springt. Doch dieser Abgrund ist weder das leere Nichts, noch eine finstere Wildnis, sondern das Ereignis. Im Ereignis schwingt das Wesen dessen, was als Sprache spricht, die einmal das Haus des Seins genannt wurde. Satz der Identität sagt jetzt, ein Sprung, den das Wesen der Identität verlangt, weil es ihn braucht, wenn anders das Zusammengehören von Mensch und Sein in das Wesenslicht des Ereignisses gelangen soll. Unterwegs vom Satz als eine Aussage über die Identität zum Satz als Sprung in die Wesensherkunft der Identität hat sich das Denken gewandelt. Darum erblickt es, der Gegenwart entgegenblickend, über die Situation des Menschen hinweg, die Konstellation von Sein und Mensch aus dem, was beide einander eignet, aus dem Ereignis. Gesetzt die Möglichkeit warte uns entgegen, dass sich uns das gestellt, die wechselweise Herausforderung von Mensch und Sein in die Berechnung des Berechenbaren, als das Ereignis zuspricht, dass Mensch und Sein erst in ihr Eigentliches enteignet, dann wäre ein Weg frei, auf dem der Mensch das Seiende, das Ganze der modernen technischen Welt, Natur und Geschichte, allem zuvor ihr Sein, anfänglicher erfährt. Solange die Besinnung auf die Welt des Atomzeitalters bei allem Ernst der Verantwortung nur dahin drängt, aber auch nur dabei als dem Ziel sich beruhigt, die friedliche Nutzung der Atomenergie zu betreiben, so lange bleibt das Denken auf halbem Wege stehen. Diese Halbheit bewirkt es, dass die technische Welt in ihrer metaphysischen Vorherrschaft weiterhin und erst recht gesichert bleibt. Allein, wo ist entschieden, dass die Natur als solch für alle Zukunft die Natur der modernen Physik bleiben und die Geschichte sich nur als Gegenstand der Historie darstellen müsse? Zwar,
können wir die heutige technische Welt weder als Teufelswerk verwerfen, noch dürfen wir sie vernichten, falls sie dies nicht selber besorgt. Wir dürfen aber noch weniger der Meinung nachhängen, die technische Welt sei von einer Art, die einen Absprung aus ihr schlechthin verwehrt. Diese Meinung hält nämlich das Aktuelle, von ihm besessen, für das allein Wirkliche. Diese Meinung ist allerdings fantastisch. Nicht dagegen ein Vordenken, das dem entgegenblickt, was als Zuspruch des Wesens der Identität von Mensch und Sein auf uns zukommt. Mehr denn 2000 Jahre brauchte das Denken, um eine so einfache Beziehung wie die Vermittlung innerhalb der Identität eigens zu begreifen. Dürfen wir da meinen, die denkende Einkehr in die Wesensherkunft der Identität lasse sich an einem Tag bewerkstelligen? Gerade weil diese Einkehr einen Sprung verlangt, braucht sie ihre Zeit, die Zeit des Denkens, die eine andere ist als diejenige des Rechnens, das heute überall her an unserem Denken zerrt. Heute errechnet die Denkmaschine in einer Sekunde Tausende von Beziehungen. Sie sind aber auch trotz ihres technischen Nutzens wesenlos. Was immer und wie immer wir zu denken versuchen, wir denken im Spielraum der Überlieferung. Sie waltet, wenn sie uns aus dem Nachdenken in das Vordenken befreit, das kein Planen ist. Erst wenn wir uns denkend dem schon Gedachten zuwenden, werden wir verwendet für das noch zu denken.